30.000 Besucher in 4 Tagen. Diese Messlade haben sich die Kreishandwerkerschaft Fulda und die Kinold Messegesellschaft als ehrgeiziges Ziel für die 2. Trendmesse gesetzt. Der Wettergott hat es, wie sollte es in Fulda auch anders sein, gut gemeint. Donnerstag war Frühlingsanfang und ebenso wie der Freitag ein Sonnentag. Gut für den Veranstalter und die 235 Aussteller. Der Samstag und Sonntag waren vom Wetter her eher durchwachsen und so herrschte bei den Ausstellern Hochbetrieb. Selten hat man die Gelegenheit, sich so umfangreich über die Themen Hausbau, Renovierung, Sanierung, Energie- und Heiztechnik zu informieren. Und auch Finanzierungsfragen für Wohnen und Einrichtungen waren Schwerpunkte auf der Trendmesse. Ein besonderes Highlight waren wieder die lebendigen Übungswerkstätten, bei denen viele Handwerksberufe vorgestellt wurden und wo von den Interessenten selbst Hand angelegt werden konnte. Rund 2500 junge Menschen kamen auf das Messegelände, um sich bei den vertretenen Innungen über handwerkliche Berufe zu informieren und sich unter Anleitung aktiv mit den jeweiligen Werkzeugen selbst zu erproben. Die Kreishandwerkskammer gab Tipps und informierte über die Vielfalt der Handwerksberufe in der Region. Ihr seid von der Schule heute Morgen aus hier und du guckst dich gerade bei den Elektrikern um. Wäre das was für dich? Ja. Und warum? Weil es mir Spaß macht. So, bei dem Holz. Kennzeichnen und sich erstmal die 3 Buntseiten. Das ist die schöne Seite und die Sichtseite. Mhm. Mit so 2 halben Kreisen. Und den Seiten geht man immer auf. Ausbilder, du bist also demnach schon Geselle offensichtlich im Zimmerhandwerk und hast hier junge Interessenten aus den Schulen. Was meinst du, kommen ein paar dazu bei euch? Ich hoffe es doch mal. Ich denke mal schon, es gibt viele Interessenten. Sieht man auch hier. Gestern waren auch schon viele da, haben viel Interesse gezeigt und bin sehr positiv. Danke. Die Hütte brennt. Die Hütte ist voll. Die Halle 4 und 5 ist ja wirklich hier sensationell, oder? Herr Knigge, ich hoffe, dass die Hütte nicht brennt. Aber bildlich gesprochen brennt sie. Ich bin froh, dass sie brennt. Weil ich finde es einfach toll, wie die jungen Leute hier mitmachen. Und es kann nicht genug gehämmert und gezimmert werden. Tolle Atmosphäre, ich komme mir vor wie in einer riesen Werkstatt. Klasse. Tante Richard, nee, nicht Richard, sondern Eduard Stieler Schule, die auf der Messe vertreten mit dem eigenen Stand. Herr Müller, warum hat die Schule das gemacht? Ja, die Schule möchte sich gerne hier auf der Messe präsentieren und macht also die Werbung für das Handwerk. Wir haben uns das geteilt mit den Fleischern zusammen. Heute sind die Bäcker dran. Wie hier hinter mir zu sehen, sind Auszubildende von den Bäckereifachverkäuferinnen. Tätig mit Schülern, von interessierten Schülern am Beruf, die eventuell in die Ausbildung zum Bäcker oder zur Bäckereifachverkäuferin gehen möchten und probieren heute schon mal ihr Geschick ein wenig aus. Und die Schule möchte eigentlich damit werben, so ein wenig für den Beruf, da ja leider Gottes nicht mehr so viele Jugendliche in den Bereich Bäcker oder Bäckereifachverkäuferinnen einsteigen möchten. Das heißt, Frau Beidung, was machen die Mädchen genau hier? Also sie verpacken Geschenke für die Bäckerei, was man so halt als Mitbringsel mitnehmen kann. Partykörbe werden dekoriert zu verschiedenen Anlässen, für Frühstück, Grillbuffets. Dann werden Amerikaner klassiert für Kindergeburtstage. Einfach den Beruf mal darstellen und dass die auch mal ein bisschen einen Einblick in die Praxis kriegen.
Ja, da bedanke ich mich und wünsche noch viel Erfolg hier. Dankeschön. Dankeschön. Aussteller Georg Leinweber hat aus der gleichlautenden Baumschule in Kalbach seine Apfelautobahn auf das Messegelände mitgebracht. Fast 1000 verschiedene Apfelsorten werden hier präsentiert. Die Früchte wurden letzten Herbst aus eigenen Beständen geerntet und sind regelmäßig das Herbsthighlight der Baumschule in Kalbach. Herr Leinweber, Sie sind das erste Mal auf der Trendmesse dieses Jahr, 2014. Warum? Weil wir in der Ausbildungshalle mitbeteiligt sind und weil wir den Termin im März dieses Jahr für sehr gut befunden haben, weil das Wetter schon so gut ist. Sie haben schon gesagt, ich habe Sie auch drüben gesehen. Sie haben dort eine Lehrvorführung gemacht über Schnitttechniken. Morgen, habe ich gehört, hat der Herr Kinold mir gesagt, soll ich kommen. Da kommen sehr viele Schulklassen. Glauben Sie, dass Sie hier auch ein paar Nachwuchskräfte für Ihren Bereich akquirieren können? Ja, wir haben heute gute Erfahrungen gemacht in dieser Ausbildungshalle. Und ich denke mal, dass der Gartenbau unbedingt mit in der Öffentlichkeit präsentiert werden muss, damit wir wieder jede Menge Jugendliche für einen tollen Beruf motivieren können. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg auf der Messe. Dankeschön. Klaus Gerhardt ist Kreishandwerksmeister von Fulda und erklärt, dass die Messe das gesamte Umfeld unseres täglichen Lebens mit einschließt und dass hier Anreize für die Gestaltung unseres Alltags angeboten werden. Ja, Herr Gerhardt, 2/3 sind rum. Schon ein kleines Resümee heute? Also heute können wir sagen, heute ist Samstag und da ist der Tag natürlich viel erfolgreicher wie Donnerstag, Freitag, allein aus der Struktur her, wo Menschen Zeit haben. Aber man muss sagen, Donnerstag und Freitag waren Tage, die besser wie 2013 liefen. Wir können mit der Besucherzahl sehr zufrieden sein. Wir erreichen Zahlen, die wir uns erhofft haben. Und das ist, denke ich, für uns genauso wie für die Aussteller wichtig. Sagen Sie mal schnell was. Gestern und vorgestern hatten Sie Schulklassen hier. Da war ja die Hölle los in Halle 4. Ja, wir hatten, ja, die ganze Halle 5 ist ja eine Ausbildungshalle und da haben wir ca. 1700 Schüler durchgeschleust, kann man sagen, an den zwei Tagen Donnerstag, Freitag, die laut Voranmeldung auch da waren. Und das bringt natürlich eine ganze Menge Werbung für die einzelnen Gewerke, für Handwerk, für Zukunft, für die Ausbildung. Und wir haben eine große Resonanz und sind heilfroh, dass das so gut über die Bühne gegangen ist. Ja, dann noch viel Glück für morgen. Dankeschön. Oberbürgermeister Gerhard Möller hat in seinem Grußwort im Vorfeld der Messe geschrieben, dass sich Mobilität auch immer mehr in der Art und der Fortbewegung und deren Hilfsmittel widerspiegelt. Der Elektroantrieb hält in immer mehr Fahrzeugen und Fahrrädern Einzug. Auch Rhön Energie geht in seiner Leistungsschau auf dieses Thema ein und präsentiert mit dem Saubermobil eine umweltfreundliche Mobilitätsalternative. Herr Glüber, die Rhön Energie ist auf der Messe vertreten. Mit genau dem Thema, was wir hier auch haben, Elektromobilität. Es geht einfach darum, wie groß ist die Dichte von diesen Tankstellen jetzt für Elektrofahrzeuge? Also die ist mittlerweile, sind wir am Aufbauen. Das ist die neueste Generation von Tankstellen. Wir haben bei uns hier in der Region jetzt von diesen Tankstellen 12 Stück aufgebaut im Moment. Man kann die mit einer Karte freischalten, die man bei uns im Kundenzentrum erhalten kann. Die Tankstellen sind so ausgerichtet, sie haben einen europaweiten Normstecker, was jetzt dort festgelegt worden ist. Man kann an den Tankstellen aber auch E-Bikes und Roller aufladen. Und mit dieser Karte, die man bei uns im Kundenzentrum erhalten kann für 10 Euro Kaution, kann man die Tankstellen freischalten. Man hält das nur hier davor, dann wird die Tankstelle freigeschaltet und ich kann diesen Stecker, nachdem sie geprüft worden ist, ob sie registriert sind, kann ich dann hier einstecken und kann dann laden. Ja, da haben Sie mich glücklich gemacht. Das ja, ich hoffe noch viele Zuschauer auch. Ja, denn wie ich gehört habe, will VW ja jetzt bald in Fulda auch das erste Fahrzeug hier präsentieren und die Tankstellen sind schon um die Ecke. Sie brauchen nur hinzugehen. Ja, und auch dieser VW Up beispielsweise ist auch ein Erdgasfahrzeug. Wir haben auch noch 4 Erdgastankstellen bei uns hier in der Region. Und da ist, denke ich mal, für Elektro und Erdgas die Zukunft hier erstmal im Aufbau und auch gesichert. Ja, also dann, warum noch Sprit tanken? Ne? Elektro, Gas, alles bestens. Danke. Jawohl, schönen Tag noch. Tschüss.
In der Evolutionsstufe steht seit 110 Jahren ein Motorrad mit seinem unverwechselbaren und einzigartigen Klang. Harley-Davidson präsentiert auf der Trendmesse erstmalig das gesamte Modellpalettenangebot 2014. Regina, was hat euch dazu bewogen, hier mitzumachen? Wir wollten Menschen erreichen, die so nicht automatisch zu uns ins Geschäft kommen, die hier reinkommen und eigentlich nach neuen Fenstern gucken und dann sagen, ach, hier ist Harley-Davidson, wollte ich schon immer mal gucken. Und wie war die Präsenz so von Harley-Davidson hier auf der Trendmesse? Seid ihr zufrieden? Wie seid ihr angekommen? Also ich glaube, wir sind gut angekommen. Ich kann nichts mehr reden. Ich muss noch ganz viel erzählen, ganz viel uns präsentieren und ich glaube, den Leuten hat das toll gefallen. Top. Mir hat es auch gut gefallen. Top. Kommt ihr nächstes Jahr wieder? Ich denke ja. Prima. Viel Erfolg noch. Dankeschön. OZAP ist. Erstmals können Besucher hautnah miterleben, dass auf der Trendmesse Fulda deutsches Traditionsbier nur aus den Zutaten Wasser, Malz und Hopfen unter Zugabe von Hefe gebraut ist. Die Gastronomie ist in Halle 4 zwar auf bayerisch getrimmt, gekocht wird aber mit Rhöner Charme und Qualität. Zunächst mal gratuliere ich schon mal im Voraus, obwohl die Messe ja noch 2 Stunden geht. Heute ist wirklich hier die Hölle los. Wäre nicht schön gewesen, wenn das an jedem Tag, aber es ist halt nicht so. Herr Gerd, wir haben gestern schon kurz gesprochen, aber heute ist ja nochmal eine Steigerung gekommen, oder? Ja, also das ist natürlich ausgesprochen erfreulich, was wir hier sehen. Und es bestätigt natürlich die Arbeit der Kreishandwerkerschaft für ihre Betriebe, für diese Region, für diese Bevölkerung in diesem größeren Umkreis. Und wir freuen uns, dass diese Trendmesse, die wir zum zweiten Mal in diesem Jahr veranstalten, nachdem wir es vorher ja entschieden haben, in den Händen die Kreishandwerkerschaft zu übernehmen. Und es bestätigt eben diese Arbeit und diese Leistung, die da dahinter steckt. Herr Kienholz, ich habe gelesen, in einer Pressekonferenz vor der Eröffnung der Messe haben Sie gesagt, ja, ich bin ein bisschen nervös, aber eigentlich bin ich ganz entspannt. Wie sieht es denn heute mit Ihrer Verfassung aus? Sehr gut. Die Veranstaltung ist gut nachgefragt von den Besuchern. Die Aussteller haben zum Teil sehr gute Geschäfte in ihren Büchern. Und da gibt es eine gewisse Entspannung. Aber gleichzeitig steigt die Spannung wieder, weil jetzt dann der Abbau beginnt. Und auch der Abbau muss gut laufen. Es dürfen keine Fehlstunden entstehen, dass die Aussteller auch schnell wieder vom Platz kommen. Das ist wichtig. Und Abbau ist auch immer Gefahr. Wenn viel Fahrzeugverkehr und Menschen zusammenkommen, dann muss man schon schauen, dass wir das in einer vernünftigen Abbauphase ruhig und ordentlich hinbringen. Aber auch da ist man eigentlich ganz wohl. Das Lampenfieber hält sich in Grenzen für den Abbau. Kommen wir zum Cheforganisator und Chef Berufsoptimisten, Herr Büttner. 30.000 waren anvisiert. Wir wollen jetzt keine Prognose stellen. Die Messe geht noch 2 Stunden. Aber können Sie schon mal so ein kleines Resümee wenigstens? Und was würden Sie besonders herausstellen? Also erstmal möchte ich besonders herausstellen, dass die Messe nächstes Jahr wieder stattfindet. Das Datum steht auch schon fest. Das ist der 19. bis 23. März 2015. Zum Zweiten, ich bin kein Cheforganisator, sondern ich bin nur so gut, wie das Team um mich herum ist. Und eins muss ich sagen, die Zusammenarbeit Kreishandwerkerschaft, Messegesellschaft Kienholz und Innungen hat dieses Jahr perfekt funktioniert. Ich bin jetzt seit knapp 10 Jahren dabei und ich muss sagen, es gab noch keine Messe, wo wir nicht nachher gesagt haben, wir können noch das besser machen, das besser machen, das besser machen. Wenn das mal passieren sollte, dann setze ich mich zur Ruhe und bin verschwunden. Aber das wird nie passieren. Aus diesem Grunde mache ich mir keine Gedanken, auch die nächsten 10 Jahre noch. Lassen Sie mich mal angehen. Ich habe hier einen Abend besucht, einen Gründerabend. Ich war überrascht, wie viele Leute zu Gast waren in diesem Gründerabend. 150 oder wie viele Leute. Und ich habe mich gewundert, warum das unter Ausschluss der Öffentlichkeit war. Gibt es da keine Möglichkeit, so eine Veranstaltung anzubieten, um auch anderen zu zeigen, wie junge Unternehmer ihren Job angefangen haben? Also da rennen Sie, glaube ich, offene Türen ein. Allerdings muss ich sagen, der Gründerabend ist eine Veranstaltung des regionalen Standortmarketings. Das heißt, wir waren hier auch nur Gast im eigenen Hause sozusagen. Aber ich muss sagen, in der Tat gebe ich Ihnen recht, das war der Gründerabend mit den bisher meisten Besuchern. 65 waren angemeldet, tatsächlich waren 130 etwa da. Es war eine tolle Veranstaltung, wir haben tolle Konzepte gehört an dem Abend und ich werde auf jeden Fall
an Christoph Burkhardt die Botschaft weitergeben, macht das Ding nächstes Jahr öffentlich, ladet ein. Wenn ihr solche tollen Konzepte vorstellt, ist das für Interesse für die Öffentlichkeit. Ja, Herr Kinnert, ich hoffe, dass das Signal auch dann bis runter an Bodensee schallen wird. Ich freue mich drauf für nächstes Jahr und wünsche noch einen schönen Abend und ein gutes Gelingen. Ja, herzlichen Dank. Wir freuen uns auch, Sie wiederzusehen. Und die Themen wie Gründerabend und so weiter, das sind Themen, die die Trendwässer auch in der Zukunft ganz neu profilieren können. Ich glaube, es wird eine sehr schöne Entwicklung geben. Dankeschön für das Gespräch. Dankeschön. Danke.